Rechenbeispiel für eine Hinzuverdienstanrechnung im Jahr 2022. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Thema Hinzuverdienst und Hinzuverdienstgrenze 2022 schlägt hohe Wellen. Wir spüren das aktuell täglich an den vielen Anfragen, die wir zu diesem Thema bekommen. Unter anderem die Bitte, ob ich nicht einmal ein Rechenbeispiel machen kann, wie die Anrechnung Hinzuverdienst im Jahr 2022 laufen würde, wenn ein Arbeitnehmer ab dem 01.01.2022 eine monatliche Bruttorente von 1.800 Euro bekommt und er gleichzeitig im Jahr 2022 ein Bruttojahresverdienst von 60.000 Euro haben würde. Bevor ich aber das Rechenbeispiel hier mal durchexerziere, merken Sie sich bitte Folgendes. Die Anrechnung des Hinzuverdienstes im Jahr 2022 ist generell eine Jahresbetrachtung. Das heißt, die Regelung des Hinzuverdienstdeckels, so wie wir sie eigentlich ursprünglich haben würden, sind auch für das Jahr 2022 ausgesetzt. So sagt es auch die Regelung, die seit dem 18. November 2021 durch den Bundestag beschlossen worden ist. Das heißt, wir haben im Jahr 2022 grundsätzlich nur eine 40% Anrechnung, wenn der Hinzuverdienst die Grenze von 46.060 Euro brutto als Jahresverdienst ab Rentenbeginn übersteigt. Als allererstes ermittle ich mal die Jahresrente, die unser Versicherter ab dem 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 bekommen würde. Also Jahresrente. Das ist, nehme ich den Betrag, 1.800 Euro mal 12 ist gleich Jahresrente 21.600 Euro. Diese Rente würde er bekommen, wenn er keine Anrechnung eines Hinzuverdienstes hätte. Jetzt muss ich den anrechenbaren Hinzuverdienst für ihn ausrechnen. Anrechenbarer Hinzuverdienst. Und zwar nehme ich jetzt die 60.000 Euro und ziehe davon die 46.060 Euro Freibetrag ab. Bleiben übrig für das laufende Jahr 2022 13.940 Euro anrechenbarer Hinzuverdienst. Das ist so ein kleines Zwischenergebnis. Jetzt muss ich habe ja gesagt, es werden nur 40% angerechnet, von diesen 13.940 Euro 40% tatsächlich anrechenbaren Betrag ausrechnen. Also nehme ich diesen sogenannten 40% Anteil und berechne 13.940 Euro mal 40% ergibt einen Betrag von 5.576 Euro. Das heißt also, bezogen auf das Jahr 2022 werden von der Brutto-Altersrente 21.600 Euro 5.576 Euro abgezogen, weil unser Rechenbeispiel oder unser Versicherter hier praktisch mit den 60.000 Euro über der Hinzuverdienstgrenze deutlich liegt. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie sich das dann monatlich auf die Rentenhöhe auswirkt. Und da haben wir ja festgestellt, er hat eine monatliche Rente von 1.800 Euro. Also dividiere ich diesen Betrag erstmal durch 12, also ein Zwölftel Monatsbetrag ist gleich 5.576 Euro geteilt durch 12. Das sind dann 464,76 Euro. Und jetzt ziehe ich diese 464,67 Euro von der Brutto-Monatsrente ab. Anrechnung
an Monatsrente. Das heißt also 1.800 Euro minus 464,76 Euro ergibt dann eine Monatsrente von 1.335,33 Euro. Und diese 1.335,33 Euro sind die monatliche Teilrente nach Anrechnung Hinzuverdienst dieses Betrages mit 40% Abrechnung, die dann unser Mandant, unser Kunde, der Versicherte in dieser Fallkonstellation neben dem Hinzuverdienst monatlich noch haben würde. Und jetzt habe ich es noch mal ein bisschen weiter getrieben und ich habe ausgerechnet, was denn unser Kunde als Gesamteinkünfte dann im Jahr 2022 haben würde. Da muss ich diesen Betrag natürlich, weil es ja eine Monatsrente ist, mal 12 nehmen. Also ich mache mal hier Gesamteinkünfte. Gesamteinkünfte 2022. Dann nehme ich diesen Betrag mal 12. Das heißt also 1.335,33 Euro mal 12 plus 60.000 Euro Hinzuverdienst. Ergibt als Gesamteinkommen im Jahr 2022 76.023,69 Euro. Das heißt, nach Einkommensanrechnung verdient unser Mandant im Jahr 2022 rund 76.000 Euro insgesamt und wird also auch diesen Betrag entsprechend versteuern und verbeitragen müssen. Zusammengefasst nochmal dieses Rechenbeispiel. Unsere Versicherte bekommt im Jahr 2022 mit Beginn des Januars 2022 eine monatliche Rente von 1.800 Euro. Und sie hat einen Hinzuverdienst ab 2022, sie geht ganz normal weiterarbeiten, von 60.000 Euro. Jetzt rechne ich sozusagen diese Brutto-Monatsrente auf das Jahr mal hoch, dann bekommt unsere Versicherte 21.600 Euro Jahresrente, 1.800 mal 12. Jetzt muss ich den anrechenbaren Hinzuverdienst erstmal feststellen, denn wir wissen eins: Die Hinzuverdienstgrenze sind 46.060 Euro. Bis dahin kann ich anrechnungsfrei hinzuverdienen. Da der Verdienst über dieser Grenze liegt, muss ich natürlich von dem Verdienst die 46.060 Euro abziehen. Komme also in unserem Beispiel auf 13.940 Euro Hinzuverdienst, der über der 46.060 Euro Grenze liegt. Jetzt errechne ich den 40%-Anteil, weil das Gesetz sagt ja, es werden 40% von dem, was über der Hinzuverdienstgrenze liegt, auf die Altersrente angerechnet. Also nehme ich die 13.940 Euro, 40% davon sind 5.576 Euro. Jetzt weiß ich, diese 5.576 Euro, das ist der Abzugsbetrag, der von der Jahresrente weggeht. Jetzt möchte ich aber wissen, wie sich das dann wirklich monatlich auf den Rentenbetrag auswirkt, den ich ausgezahlt bekomme. Und das ist ganz einfach. Ich nehme diese 5.576 Euro, das ist der 40%-Anteil, und dividiere das durch 12. Ja, wir haben ja 12 Monatsrenten. Das heißt, 5.576 durch 12 ergibt einen Betrag von 464,67 Euro. Und genau diese 464,67 Euro werden von der Monatsrente 1.800 Euro abgezogen, ergibt dann eine neue Monatsrente von 1.335,33 Euro. Das Gesetz sagt, es ist keine Vollrente mehr, sondern nur noch eine Monatsteilrente, aber nur so als Erwähnung. Damit ergibt sich in unserem Rechenbeispiel ein Gesamteinkommen im Jahr 2022 von 1.335,33 Euro Monatsrente, das mal 12, plus die 60.000 Euro Hinzuverdienst brutto, das sind alles Bruttobeträge, ergibt also ein Gesamteinkommen von rund 76.000 Euro im Jahr 2022. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.